Ich hatte heute keinen Bruch in Hogwarts Legacy. Ich bin unfassbar guter Zauberer geworden. Bin sehr, sehr stark. Ein paar Sekunden später. Alles ist am Pochen, alles ist am Pfeifen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe nicht so unnötig Geld ausgegeben und es ist so geil. Aha. Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Ja. Vielleicht ist der Torbogen die Lösung. Hast du auch in der Stadt so gelootet und so richtig coole Sachen? Oh mein Gott, diese Buchseiten machen mich so verrückt, ne? Sehr gut. Verrückt machen ist gut. Ich habe ja nur noch... Nur noch zwei Seiten muss ich finden. Eier. Lässt sich dieser Torbogen irgendwie... Wingardium Leviosa. Oh. Kann man da machen? Was ist, wenn Sachen so eine blaue Umrandung haben? Weiß nie. Was jetzt? Jetzt pfeift es. Und zwar bei mir. Confringo! Stipendo! Das ist einfach hübsch zum Anschauen, oder was? Curzio! Confringo! Stipendo! Ah, okay, das ist eine andere Quest. Confringo! Oh mein Gott, ich weiß, wo die sind. Defender. Nein. Da ist ein Schmetterling. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Falls wer ein Blatt hier rumfliegen sieht. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Ja, jetzt wird's mich drehen. Accio. Depulso. Wingardium Leviosa. Confringo. Yeah.
Hier ist eine Säule, aber kein Vorsprung zum Festhalten. Die Torbögen neu aus. Vielleicht geht's ja auf der anderen Seite vorwärts. Defendus! Kurzio! Konfringo! Defendus! Wingardium Leviosa. Ich hätte das reich. Wingardium Leviosa. Mich dreht's, Chat. Und zwar nicht zu knapp! Wingardium Leviosa. Oh mein... Ist es möglich, einen dieser Blöcke durch den Torbogen zu ziehen? Wingardium Leviosa. Das ist nicht dein Ernst.
Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Nachdem ich den Block durch den Torbogen herausgezogen habe, kann ich ihn so platzieren, dass ich auf der anderen Seite draufklettern kann? Gott sei Dank bin ich Streamer geworden. Es hat so gekracht bei mir. Schunker. Wieso? Es war so schwer, das Rätsel. Ich hab deine Hilfe gebraucht, aber du warst nicht da. Was? Du warst nicht da. Hat nie geholfen. Ich muss für die Bionier nur was zum Essen. Konfingo! Revelio! Es dreht mich so heftig, Chat. Es dreht mich wirklich so heftig. Revelio. Ah.
Shit. Akio! Wingardium Leviosa! Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel des Guten, wirklich. Das ist viel zu viel. Was los? Rätsel sind zu schwer. Ich brauche deine Hilfe und du bist nicht da. Ich bin doch da. Du bist Helga Hufflepuff. Du streichelst Tiere. Ja. Ja. Deswegen habe ich nicht solche Kopfschmerzen wie du. Ja, das stimmt. Bossfight, ich muss mich konzentrieren. Es geht los, Chat. Na super. Alkoholiker. Lazio. Ach so, nein, er steht auf mich einfach. Come think, depends.
Descendo! Confringo! Defend Protego! Na, endlich. Alles ist am Pochen, alles ist am Pfeifen. Wirklich mit der einzige Streamer, der jedes Game kann. Alles NPCs. Mein Reden. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater... Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Oh, damit können wir seine Schwester heilen, Chat. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Ich bin bereit. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts.
Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Verstehe. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Hattest du heute schon einen Bruch? Natürlich. Also Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Erzähl ich gleich. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Ich hatte heute keinen Bruch in Hogwarts Legacy. Ich bin unfassbar guter Zauberer geworden. Bin sehr, sehr stark. Den einzigen Bruch habe ich heute erlitten, weil Nicoletta mit mir nicht Harry Potter gucken will. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Hast du es nicht getan? Wir sehen uns bald wieder. Also guckst du mit mir Harry Potter? Ja. Fütterst du mich dabei? Ja, okay, übertreib mal nicht. Ja oder nein? Ja. Gib mal einen Donut, bitte. Hier geht's nicht so gut. Irgendwie. Du hast die geilsten Donuts nicht gegessen. Ich esse die gleich. Ich esse die gleich im Bett. Gleich? Du bist wahrscheinlich bis 10 in der Früh online. Ich gehe gleich auf. Wisst ihr, was der absolute Bruch wäre? Wenn Paul alle Getränke im Kühlschrank gefüllt hätte, aber nur als Entschuldigung, weil er alle Donuts gegessen hat. Guck mal bei mir rein kurz. Ja. Ich will dir kurz echt aus. Oh mein Gott, ich wäre so gern da. Es hat einfach komplett Hobbit-Vibes. Es hat nicht Hobbit-Vibes. Und du passt sogar durch die Tür, weil du 1,50 nur bist. Guck mal, die ganzen Pflanzen hier. Siehst Sieht du? Sieht so cool aus. Guck. So was habt ihr nicht, ne? Oh, Chonka im Auenland. Oh, was? Was zum Masten? Torte. Die sieht so nett, wir backen uns hier was. Warte. Guck, wie schön. Ich weiß gerade nicht, wo die ganzen Tiere hin sind, aber da sind normalerweise ganz viele Richtig Tiere auch. Schön. Sind voll viele Katzen nochmal. Richtig Nur unser cool. Kaktus ist da. Cool. Also gefällt dir mein Zuhause? Ja, gefällt mir richtig gut. Ich würde mich eher bei dir treffen. Anstatt im Gemeinschaftshaus von Slytherin. Wirklich? Ja. Sehr cool. Eine neue Main-Quest-Chat. Und jede Quest näher, Chat, bringt uns näher zu Avada Kedavra. Ah, ich misch mich mal hier ein. Komm, Trinko! Defender! Bombarder! Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Das geht mega bis jetzt. Und ich ein Freund, mit der Kobolde Gag spricht, wird uns hier treffen. Keine Lags und keine Fastdrops, aber ich spiel's jetzt auch nicht auf so hoch. Sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott auf Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern. Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morgannak. Kann und Rookwood. Schloss Rookwood. Ja. Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut.
Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Hm? Doch... Da kommt mein Freund Ahmed. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Locke. Sie sprechen Koboldugak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Ich, nun tja, vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt. Aussprache ist das nicht das Problem. Nicht, wenn ich die ganze Sammel ich erkenne im das Gewächshaus kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldugak besser lesen, als Sie es sprechen so, können. Werde ich später dafür bestraft? Das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok. Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Wo ist meine Pflanze, die wächst eigentlich? Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann mal los. Dann also bis bald. Da. Bombarda! Diese Tür beobachtet uns. Dankeschön. Hey, man vergisst komplett die Zeit beim Spielen. Ja. Yes. Ja, wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Mein ganzer Chat ist voll mit Gesundheit. Dankeschön. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Oh, Chat, bitte jetzt nicht viele Rätsel. Schau dir diesen Aufzug an. Bitte nicht. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Bitte nicht so Davon viele mal Rätsel. Abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Sonst wird's krachen und pfeifen. Ups. Ups. Ich fasse es nicht. Wir sind in einer echten Koboldmine. Akio. Level up. And we level up. Ich will eine Sidequest hier, ich kann nicht mehr. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist es etwas ganz anderes. Ah, da ist er ja. Akio! Wir müssen aufpassen. Du weißt sicher, dass nicht alle Kobolde so wohlgesonnen sind wie Locker. Crucio! Die Tinte! Vika! Das war etwas mehr, als ich gewohnt bin. Ich bringe uns hier sicher durch, Ahmed. Du hast mein Wort. Schon kann man merken, dass du zu 100% Hufflepuff bist. Nicht einer war der Kadaver. Ich bin gut im Herumschlagen. Wir werden beobachtet. Von einer Tür. Okay, noch eine kleine Sidequest. Und dann die Hauptquest. Das Ding ist, meine Hauptquest ist so weit weg und ich kann nicht fliegen. Nimmst du mich mit? Ich fühle mich wie eine Figur aus einem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Sehen wir uns um, Ahmed. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Ein Bauplan. Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Wer redet das? Das ist die Chonka. Kurzio. Bombarde! Faszinierend, Koboldugak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen?
Katze, Katze, streicheln, streicheln, streicheln. Streicheln. Ja. Wenn ich das korrekt übersetze. Befindung. Kompada. Oh. Ziemlich großen. Kozio. Schön, dass du mal vorbeikommst. Befindung. Mein Char hat gefühlt seit 3 Tagen nicht geschlafen. Oh, Bombard. Protego, Bombarda. Ah, oh, wie viele hier sind. Geil. Bombard. Descendio. Bombarda! Defendo! Kurzio! Legioni! Lazio! Komm, trink! Du kannst uns nicht aufhalten! Levioso! Lazio! Daneben! Oh, das ist einfach zu viel! Halt dich an mich! Aber ich hab schon Schlimmeres überstanden! Viele. Noch ein Kessel! Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe! Akio! Komm, aber wie cool! Warst du schon mal im Astronomieturm? Ja. Boah, wie schön ist es da. Ja. Richtig schön. Es ist so schön. Das ist richtig schön. Ist der perfekte Ort, oder? Ja. Ja. Noch ein Bauplan. Was haben sie da vor? Egal was, diese Mine ist zu klein dafür. Ja, wenigstens ein paar Powertränke. Oh Gott. Wie komme ich denn an die Scheißkiste? Sidequests sind so cool. Ist so chillaui. Einfach. Chillaui. Chillaui. Findest du nie? Hm. Ah, Katze, Katze, streiche. Nee. Nein. Ein Zuschauer hat bei mir geschrieben, du hast gerade fassungslos geguckt, weil du einen Schmetterling mit einem Schlüssel gegen die Wand gedrückt hast. Ja. Was hast du getan? Willst du jetzt wie ich den dunklen Weg? Nein. Du bist doch Helga Hufflepuff. Helga Hufflepuff. Das war kein Schmetterling, das war ein Schlüssel, der nur Schmetterling zu mir hat. Ich glaube, Kozi. Defendo.
Descendo. Es ist echt krass. Es sind so viele, ne? Ich... Waren sicher die letzten Armee. Oh. Oh oh. Ich bin zu Hause. Warum wohnen wir Hufflepuffs eigentlich im Keller? Ist dein Haus auch im Keller? Hm. Ha? Nee. Schlau. Interessant. Tja, mein schon. Komm, Fringe. Das ist nicht ich gut. Bin zu Hause endlich. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Lodgok Bericht. Akio! Finde die restlichen Hausmarken, die sich in Hogwarts befinden. Von den Verarschen. Helga, ich muss erstmal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Gut, dass du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen jetzt ihre Pläne und können verschwinden. Das so nebenbei irgendwie, ne? Natürlich. Dass das auch Stufe 11 ist, ist ja geisteskrank. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Können wir darüber reden? Das war halb so wild, oder? Danke. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Richtig. Ohne weitere Umschweife. Sieht so, dass du Land gewinnst, sonst gibt es ein Grozio. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja. Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen.
Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Schwere, der fliegt irgendwo im Blatt herum. Miriam. Hey. Ja. Aber woher? Professor Figgs Frau. Nicht. Er hat von ihrer Forschung erzählt. Und ich weiß von dem Behälter. Ach so, das ist ein Huhn. Ah. Scheiße. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Sehr süß. Und zu meiner Überraschung ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass Sie mir das sagen. Oh Gott. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Renrock hat Bradbaughs Bücher nie alle gefunden. Richtig. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Bradbaugh irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Ich schicke meine Eule. Schick die Eule.